Duisburger Jugendetat, minus 12,7 Millionen Euro. Die Ausgaben für die sogenannten Hilfen zur Erziehung laufen aus dem Ruder. Das meldete heute die Rheinische Post auf Basis der Halbjahresbilanz des Duisburger Jugendamtes. So werde das Minus im Jugendetat nach aktuellem Stand am Ende des Jahres 12,7 Millionen Euro betragen. Zwar seien die geplanten Ausgaben für Personal niedriger als erwartet und durch erhöhte Elternbeiträge in der Kinderbetreuung gäbe es hier ein Plus von 4 Millionen Euro, doch bei den sogenannten Hilfen zur Erziehung fällt ein erheblicher Mehraufwand von über 19 Millionen Euro an. Der Grund dafür seien personalintensive Dienstleistungen, welche an freie Träger vergeben werden. Dazu gehöre beispielsweise die Unterrichtsbegleitung von Kindern mit Förderbedarf. Hier soll es jedoch zukünftig eine Neuregelung geben, welche auch Kosten sparen soll. Museum Küppersmühle. Bauarbeiten für Erweiterungsbau starten Anfang September. Da die städtische Baugenehmigung nun vorliegt, können die Bauarbeiten am Erweiterungsbau des MKM-Museum Küppersmühle im Innenhafen jetzt starten. Erste Vorbereitungen auf der Baustelle sind bereits im Gange. Der eigentliche Baubeginn ist für Anfang September terminiert. Die Grundsteinlegung ist dann für das Frühjahr 2017 geplant. 2019 soll die Eröffnung stattfinden. Der Entwurf für den viergeschossigen Erweiterungsbau orientiert sich am Bestand des Museums und der gewachsenen Architektur des Duisburger Innenhafens und reiht sich in die Kette historischer Backsteinbauten ein. Über den historischen Silotrakt wird der Neubau mit dem Stammhaus verbunden. Die Silos, die zudem eine Aussichtsplattform erhalten, sind dann erstmals für Besucher zugänglich. Ermöglicht wird das Vorhaben durch die MKM-Stiftung. Der Anbau nach den Plänen der Architekten Herzog und de Meuron aus Basel schafft zusätzliche 2.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche für die Ströer-Sammlung, die zu den wichtigsten Sammlungen deutscher Nachkriegskunst zählt. Aktuell können nur rund 25% der Bestände im MKM gezeigt werden. Bauwirtschaft. NRW kann noch nicht mit bundesweitem Trend mithalten. Zwar verzeichnet die Baukonjunktur in Nordrhein-Westfalen zum Ende des Junis 2016 ein erfreuliches Wachstum, deutschlandweit legt der Auftragseingang aber doppelt so stark zu. Ein Plus von 8,8% zum Vorjahreszeitraum summiert den Auftragseingang in NRW auf 4,9 Milliarden Euro. Im Bundesschnitt beträgt das Wachstum jedoch 18,1%. Fast 9% Wachstum in Nordrhein-Westfalen seien ein starker Wert für die Branche. Der Deutschland-Trend zeige aber, Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor zu langsam. Wirtschafts- und Straßenbau liegen fernab dessen, was möglich wäre. Wer sich jetzt zufrieden gibt, reiße direkt wieder ein, was gerade mühsam aufgebaut wurde, so Professor Beate Wiemann, Hauptgeschäftsführerin des Bauindustrieverbandes Nordrhein-Westfalen. Universität Duisburg-Essen bietet Plätze für Förderprogramm. Jugendliche, deren Eltern keine Akademiker sind, können sich bei der UDE für das Förderprogramm Chance hoch 2 bewerben. Angesprochen sind Schüler der 11. Klassen an Gymnasien und der 12. Klassen an Gesamtschulen. Das Programm läuft 2 Jahre lang und begleitet 25 Schüler aus dem Ruhrgebiet vor und während des Studiums. Bei Chance hoch 2 gibt es neben Seminaren und Mentoring auch erste Einblicke ins Campusleben sowie Bildungsgeld. Bewerbungsschluss ist der 3. Oktober. Chance hoch 2 besteht seit 2010 und betreut derzeit 125 Teilnehmer. NRW-Förderwettbewerb geht in die 4. Runde. Für den Förderwettbewerb Start-up-Hochschulausgründungen sucht das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen wieder Hochschulabsolventen und Wissenschaftler, die ein Unternehmen gründen wollen. Ziel des Wettbewerbs ist es, mehr Gründungen aus Hochschulen zu fördern und die Erfolgschancen der Start-ups zu verbessern. So sollen Innovationen schnell in die Praxis umgesetzt werden und dadurch Arbeits- und Ausbildungsplätze im Land entstehen. Die Gewinner werden bis zu 18 Monate jeweils mit bis zu 240.000 Euro gefördert. Abgabefrist für die 4. Runde ist der 30. November 2016. Gesucht sind Gründungsideen, die auf technologischen, betriebswirtschaftlichen oder sozialen Innovationen sowie wissensintensiven Dienstleistungen basieren. Deutsche Oper am Rhein verkauft Bühnenkostüme. Mehr als 500 Kostüme aus dem Fundus der Deutschen Oper am Rhein werden am kommenden Samstag, den 3. September, im Produktionszentrum in Duisburg-Wannheimer Ort verkauft. Ab 10 Uhr werden vor Ort kostenlose Zählkarten ausgegeben, die die Reihenfolge für den Einlass ab 12 Uhr regeln. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Deutschen Oper am Rhein unter www.operamrhein.de.
Mit bis zu 26 Grad und Sonne satt zeigte sich der Spätsommer heute von seiner angenehmen Seite. Morgen klettern die Temperaturen wieder etwas höher auf 28 Grad. Die Sonne bleibt uns dabei den ganzen Tag treu. Am Donnerstag versteckt sich die Sonne dann ab und zu hinter Wolken und es kühlt auf 24 Grad ab. Ein ähnliches Bild am Freitag. Bei 26 Grad gibt es mehr Sonne als Wolken. Autofahrer, aufgepasst, nehmen Sie den Fuß vom Gas, auch morgen wird im Stadtgebiet geblitzt. Geschwindigkeitskontrollen finden unter anderem in Wannheimer Ort auf der Straße zum Lied und in Aldenrade auf der Schulstraße statt. Und Baustellen verhindern die freie Fahrt. Bis zum 5. September ist die Mohlbergstraße in Fahrtrichtung Kaiserswerther-Straße in Wannheim-Angerhausen gesperrt. In Gegenrichtung wird die Mohlbergstraße zur Einbahnstraße. Grund dafür ist eine Kanalbaumaßnahme. Und in Lahr ist die Ausstraße im Einmündungsbereich der Apostelstraße voll gesperrt. Hier werden Kanalsanierungen durchgeführt, die voraussichtlich bis zum 12. September andauern. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.